saß draußen im Palast, und es trat zu ihm eine Magd und sprach: Du wurdest auf mit dem Jesus Galiläa. Er leugnet aber vor ihnen allen und sprach: Weiß nicht, was du sagst. Als er aber zur Tür hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die da waren: Dieser war doch mit dem Jesu von Nazareth. Und er leugnete abermals und schwur dazu: Ich kenne des Menschen nicht. Und über eine kleine Weile traten hinzu, die da standen, und sprachen zu Petrus: Glaub ich, du bist auf meine Rede, deine Steine, da hub er an, sich zu verfluchen und zu schwören: Ich kenne des Menschen nicht. Und alsbald krähte der Hahn. Da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte: Ehe der Hahn krähen wird, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und ging heraus und hielten alle hohen Priester und die Ältesten des Volks einen Rat über Jesum, dass sie ihn töteten. Und banden ihn, führten ihn hin und überantworteten ihn dem Landpfleger Pontius Pilatus. Da das sahe Judas, der ihn verraten hatte, dass verdammt war zum Tode, gereuelte es ihn und brachte wieder die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sprach: Ich habe übel getan, dass ich unschuldig Blut verraten habe. Sie sprachen: Was geht uns das an, was geht uns das an, was geht uns so, und er warf die Silberlinge in den Tempel, trug sich davon, ging hin und erhängte sich selbst. Aber die hohen Priester nahmen die Silberlinge und sprachen: Ist tot, als wir sie bekommen, als wenn wir, denn es ist Blut, denn es ist Blut Geld. Da hier ist derselbige Acker, nennet der Blumacker, bis auf den heutigen Tag. Da ist erfüllet, das gesagt ist durch den Propheten Jeremias, da er spricht, sie haben genommen 30 Silberlinge, damit bezahlet ward der Verkaufte, welchen sie kauften von den Kindern Israel, und haben sie gegeben um einen Töpfersacker, als mir der Herr befohlen hat. Jesus aber stand vor dem Landpfleger, und der Landpfleger fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Jesus aber sprach zu ihm: Du sagest. Und da er verklagt war von den hohen Priestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörest du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort. Also, dass sich auch der Landpfleger sehr verwunderte. Da antwortete nun der Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch solllos geben? Sie sprachen: Allah! Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Auf ihn, auf ihn! nach mir und sprachen: Lass ihn kommen, lass ihn kommen. Aber Pilatus sah, dass er nichts hatte, sondern dass ein viel größerer Tümmel ward, nahm er Wasser und wusch die Hände vor dem Volk und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, sehet mir zu. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Sein Blut warfen über ihn die ganze Schar und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt und ein Rohr in seine rechte Hand und beugeten die Knie vor ihm und spotteten ihn und sprachen: Und speierten ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit sein Haupt. Jesu, liebes immer. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das ist verdeutschelt, Schädelstedt, haben sie ihm Essig zu trinken mit Gallen vermischt. Und da er's schmeckte, wollte ihr's nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten. Die haben meine Kleider unter sich geteilet und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen all da und hüteten sein. Und oben einem Haupte hefteten sie die Ursach seines Todes, beschrieben nämlich: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ihr klugen Köpfe, kommt ihr nicht hinaus, die Käse zerrissen und die Gräber taten sich auf und standen auf die Leiber der Heiligen, die das fand und legte ihn in sein eigen Neugrab, welches er hatte lassen in einem Felshauern, und wälzet einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es war aber da Maria Magdalena und die andere Maria, die setzten sich gegen das Grab. Des andern Tages, der da folget nach dem Rüsttage, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtlich zu Pilatus und sprachen: Herr, wir haben gedacht,